Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Ja, wir sind hier schon so ein bisschen am Frösteln. In der letzten Folge haben wir einen, ja, etwas längeren, beschwerlichen Weg übers Wasser hinter uns gebracht und wurden jetzt von sämtlichen der Einwohner hier begutachtet. Die stehen immer noch alle um uns herum. Und wir schauen mal, was wir jetzt heute hier noch so tun können. Schnell! Oder Strauße verloren! Okay. Frau Kate Walker, Hilfe! Ach, die kennen mich alle, okay. Frau Kate Walker, piu piu, biek laka laka. Aber die können nicht alle Deutsch. Ich merke schon. Ganimuk, Ganimuk! Tuk tuk! Beikulet! Frau Kate Walker, Kembunu, Tuk, Tulu, Tuk, Mininia Burut. Gesundheit. Ihr müsst die Strauße zurückhalten. Ich will erstmal wissen, was hier eigentlich los ist. Mein Gott, was ist mit dem armen Strauß passiert? Strauße wollen schlechtes Wasser trinken, Tuk. Wenn Strauße durstig, Strauße durstig. Und Strauße nicht klug, Frau Kate Walker. Sie, Laco Loco, Tuk. Kopf hart wie Stein. Versucht sie so lange wie möglich zurückzuhalten. Es muss einen Weg geben, das Flusswasser zu filtern. Ganimuk! Aber Frau Kate Walker, beeilt! Frau Kate Walker! Guten Tag. Za! Du mich noch kennen? Frau Kate Walker? Ich, Ayahuasca, große Yukol-Schamanin. Ich gehe dich suchen in der Welt der Geister. Also verdanke ich Ihnen mein Leben, Frau Ayahuasca. Sie haben sich um mich gekümmert, bevor Sie mich in die Klinik von Weisenburg brachten. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Tuk, tuk, Zucker! Frau Kate Walker gehen und Flusswasser da oben sauber machen. Sie war in magischer Welt. Also sind Geister ihre Freunde. Sie zeigen ihr Weg. Wenn Sie sagen, dass die Geister mir helfen werden, ich werde es versuchen. Ja, die scheinen viel mehr von mir zu halten, als ich selber von mir halte. Frau Kate Walker, Hilfe! Ach, das war die gleiche, okay. Ja, die dürfen natürlich jetzt nicht das verdreckte Wasser trinken, das ist klar. Kann ich hier vorne noch irgendwas machen? Lalala. Wir gehen mal einfach hier diesen kompletten Weg an der Seite entlang. Können wir auch schwimmen? Nee, das anscheinend nicht. Oder es ist uns einfach zu nass bzw. zu kalt. Das kann natürlich auch sein. Den sprechen können wir auch nicht. Die Yukol werden hier bald überwältigt werden. Ich muss ihnen helfen. Und zwar schnell. Ja, dass die armen Tiere Durst haben, ist ja klar. Okay, vielleicht können wir hinten irgendwo was machen. Hilfe, Frau Göteborg! Göteborg. Ja, dann sprich halt nicht mit ihr, mit ihm. Ja, weg war er. Aber wo können wir denn hier nirgendwo reingehen? Frau Kate Walker, Hilfe! Frau Kate Walker muss schnell den Fluss raufgehen. Doch, den Fluss raufgehen. Aber die will nicht den Fluss raufgehen. Das ist das Problem. Sie möchte ja nicht ins Wasser gehen. Oder können wir hier an der Seite... Ah, Moment, da hinten ist noch ein Weg. Meine Damen und Herren der Geisterwelt, wenn Sie mir den Weg zeigen wollen, dann jetzt! Ja, bin ich auch für. Man, die hat aber gesagt, den Fluss raufgehen. Also denke ich mal hier. Ich dachte, Fragen kostet nichts.
Nutzen Sie den Damm zum Filtern des Wassers. Wie soll ich das denn machen? Bringt mir das jetzt irgendwas? Wenn ich das jetzt umstelle, kann ich das umstellen? Nee, ich kann auch nichts umstellen. Also es scheint mir nicht grün zu sein, wenn irgendetwas drin ist. Irgendeine Dose drin liegt oder was weiß ich was. Ich weiß nicht so genau, was ich hier mache, aber ich mache mal weiter. Ich mach's doch jetzt auf. Ist das jetzt richtig? Ich bin mir nicht so sicher. Hallo. Kann ich die nicht drehen? Doch. Nee. Hä? So, Moment, oder muss ich den auf grün drehen? Dass ich irgendwie alles zumachen muss? Das könnten wir jetzt mal ausprobieren. Aber immer noch so ein bisschen in die andere Richtung. Ja, so hundertprozentig klappt das nicht. Der steht auf jeden Fall nicht in der Mitte. Warum ich den oberen aber nicht drehen kann, verstehe ich nicht. Jetzt kann ich hier ein bisschen drehen. Ja. Komm, komm. Ich würde damit jetzt gerne das Ding in die Mitte reinstellen. Kann ich vielleicht da hochgehen? Kann ich auch nicht, ne? Kann ich mir nur das Ganze angucken hier. Und wenn ich da... Jetzt kriege ich meinen Mauszeiger wieder nicht. Und jetzt... Wenn ich da auf das Puzzle drücke. Ja, das ist das, was die meinten. Da kommt man stellenweise gar nicht so... Also ich glaube, das ist einfach nur dieses Benutzen, um ein Puzzle zu lösen. Aber... Da sind die vier Zahnräder drin. Ich glaube, das heißt so viel wie oben und unten muss zu sein und in der Mitte muss Wasser fließen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber wir haben ja keine richtigen vier. Das verwirrt mich auch irgendwie. Und das, nee, das ist ganz offen. Das ist okay. Das zum Beispiel sehe ich gar nicht. Das sind die Dinger. Das hier soll offen sein. Und das oben muss ich dann eigentlich schließen. Aber das kann ich nicht bewegen. Das ist mal... Ach, jetzt kann ich es wieder bewegen. Ja.
Kann ich wieder nichts bewegen? Ist es in die andere Richtung? Ja, dann bewege ich aber auch den Pfeil wieder in die falsche Richtung. Ganz ehrlich, ich check das jetzt irgendwie überhaupt nicht hier. Also ich verstehe es so laut dem Bild hier unten. Da das ja mit Auf- und Zumachen irgendwie so überhaupt nicht klappt. Dass man wahrscheinlich das obere und das untere zu haben muss, damit der Fluss, also die beiden in der Mitte aufhaben muss, damit das wirklich fließen muss, kann. Irgendwas muss das aber auch damit zu tun haben, dass da, achso, ich kann den Mauszeiger jetzt nicht benutzen, dass dieses Teil in der Mitte von einem grünen ist. Und das funktioniert eben nicht, wenn man die oberen und die unteren schließt und die mittleren öffnet. Das ist das, was ich irgendwie seltsam finde. Also normalerweise würde ich sagen, ich gucke nochmal, ob ich nicht irgendwie dieses Ding, diesen Pfeil da drauf kriege. Dass das im grünen Bereich drin ist. Weil der ging ja vorhin so schön da rein. Aber wird dann ja irgendwann gestoppt. Jetzt habe ich wieder keinen Mauszeiger. Das ist so ein bisschen buggy irgendwie mit den Mauszeigern dann. Ja komm, noch ein bisschen. Das ist das, was ich meinte. Es geht nämlich dann so schnell auf einmal. Da ist er nämlich ganz knapp davor. Oh, das war ein bisschen... Ach, ich will nicht das Bild verschieben. Oh, aber es hat geklappt. Okay. Keine Zeit zu verlieren, naja. Besuchen Sie die Schamanen, auf dem Bazar. Was für ein Bazar? Da, wo ich eben war, oder? Ich hoffe. Muss ich da oben hin? Nee, oder? Kann man da oben noch hin? Ja, anscheinend nicht. Dann läuft es immer nur dahin. So, wer von euch war jetzt die Schamanin? Bitte mal laut rufen. Oder kann ich da jetzt rein? Bertler, Frau Kate Walker. Dank Ihnen und Geistern Straußes sind gerettet. Seien Sie trotzdem vorsichtig, Herr Beroth. Das Wehr, das das Wasser filtert, hält vielleicht nicht lange. Tja. Jukol, gehen schnell hier weg, um Strauße sicher zu machen. Aber geht nix ohne Kirk. Ach, da oben hängen Faultiere oder so. Ich komme gerade aus der Klinik. Kirk und ich waren im selben Zimmer. Ja? Wie geht Kirk? Gar nicht gut. Ja. Bin ich jetzt ehrlich? Beruhigen möchte ich ihn jetzt nicht. Es geht ihm nicht so gut, fürchte ich. Dr. Yefimova, die sich um ihn kümmert, ist eine, Lako-Lako, wie ihr es nennt. Eine echte Irre, die euer Volk hasst. Aus irgendeinem Grund tut sie alles, was sie kann, um Kirk in dieser verdammten Klinik zu behalten. Was? Dr. Samyatin, Freund der Yukul? Dr. Samyatin ist alt und wirkt schwach. Und Dr. Yefimova hat den armen Mann um den Finger gewickelt. Kein Kirk. Yukul können nicht weg. Dann Strauße wollen weiter ohne Yukul. Lange hier behalten geht nicht. Strauße gehen über Seewalsimbor und werden gefressen von Seegeistern. Tuck! Die Strauße, die den See überqueren. Das muss also ein Teil des Zuges sein. Tuck, tuck. Baranur auf anderer Seite von See ist Pfad der heiligen Ebenen. Und Strauße legen Eier in heißem Sand der heiligen Ebenen.
aber sie nicht gefroren wie früher. Also können nicht rüber. Hören Sie zu, Burut. Tun Sie Ihr Bestes, um die Strauße ruhig zu halten, während ich nach Weisenburg gehe. Ich habe Kirk versprochen, seine Prothese zu holen und sie ihm zu bringen. Bertler, Tuck! Frau Kate Walker, du Freund der Jukul. Ich werde jetzt mit der Schamanin sprechen. Ayahuasca wird sich freuen, Frau Kate Walker zu sehen. Sie geht mit dir weit in die Welt der Geister, um dich zu befreien. Du nicht tot wegen ihr. Okay. Ach so, dann ist der Bazar also hier drinnen. Das sahen jetzt aber einige nicht so wirklich wie die Dorfbewohner aus. Nee, das sind auch normale Menschen bei, ne? Also normale Menschen, hört sich jetzt so doof an. Ja, die haben alle meine Größe. Tuck, du kaufen Kinder. Hallo, junge Dame. Wenn Sie nach Walsenborg kommen, schauen Sie in meinem Gästehaus vorbei. Wir haben das beste Essen der Stadt. Früher liefen die Dinge mit dem Jukol glatter. So viel ist sicher. Was für ein erstaunliches Sammelsurium. Ganz anders als die Märkte in New York. Tuck? Geht jetzt hin? Die Schmiede ist beeindruckend. Die Leute haben recht zu denken, was sie denken, wenn sie sehen, was sie sehen. Dieser unverschämte kleine Händling hat meine Brieftasche gestohlen. Reg dich nicht auf, Schatz. Ich habe deine Geldbörse. Hast du vergessen, dass du sie mir vorhin gegeben hast, damit... Frau Kate Wolke, finden hier, was sie suchen. Führer Kirk, zu lange weg. Was ist die Schamanin hier? Oh, anscheinend nicht. Na komm. Was ist das denn? Kerzen. Die darf ich mal einfach mitnehmen. Das ist doch nett. Okay. Was für ein hübsches Muster. Hätte ich nur Zeit, ein bisschen einzukaufen. Okay. So viel scheint man jetzt hier nicht machen zu können. Aber seltsame Kleider, junge Dame. Ja, das habe ich mir von der Oma auch gerade gedacht. Katastrophe mit Wasser der Strauße vermieden. Sehr knapp. Danke, Frau Kate Walker. Okay, aber wo ist jetzt die Schamanin? Duck. Was auch immer das heißen mag. Wahrscheinlich sowas wie Hallo und Tschüss. Nee, das ist ein R. Leute nicht mehr mögen, Jukol. Ah, oder sitzt sie da hinten? Hi. Ah, Frau Kate Walker. Du hast gute Neuigkeiten? Ehrlich gesagt nichts Besonderes. Kirk, ihr junger Führer ist in den Händen von Olga Jefimova. Diese Frau hat den Leiter der Klinik, den armen Dr. Samyatin, unter ihrer Fuchtel. Sie scheint auch mit einem dubiosen Soldaten unter einer Decke zu stecken. Diese Leute hassen sie, Ayahuasca. Sie können ihre Art zu leben nicht ertragen. Sie haben das Wasser für eure Strauße vergiftet. Außerdem glaube ich, dass sie Kirks Prothese zurückhalten, um ihn in der Klinik festzuhalten und sie daran zu hindern, weiterzuziehen. Leute mögen Jukol nicht mehr. Jukol veraltet. Tuk-tuk-schniff. Wenn Jukol ohne Führer,
nicht weitergehen auf große Reise. Nach Norden zurückgehen und nie wieder dort weggehen. Und dann Strauße sterben. Immer langsam. So weit sind wir noch nicht. Ich habe Kirk versprochen, nach Weisenburg zu gehen und ihm sein mechanisches Bein zu bringen. Tuck, magisches Bein, nicht einziges Problem für Jukol. Sondern? Was ist das andere Problem? Ayahuasca sieht böse Geister überall auf dem Weg für Jukol. Jetzt. Viele böse Geister auf See und auch danach. Baranur. Baranur sehr gefährlich. Pech. Pech überall. Ayahuasca große, große Angst. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, den See zu überqueren, ohne dass er gefriert. Ich werde es herausfinden, wenn ich in Weisenbor bin. Warum, Frau Kate Walker, tun alles das für uns? Nettigkeit? ich schulde ihrem Stamm was. Ja, was soll sie ihnen denn schulden? Ich weiß nicht. Sag mal ja. Ohne die Jukol wäre ich an einem sibirischen Fluss erfroren und verhungert. Es ist doch selbstverständlich, dass ich euch im Gegenzug helfe. Tuk! Also, Frau Kate Walker, begleiten Jukol auf große Reise? Mal sehen. Erst muss ich nach Weisenbor. Aber wie Sie scheine ich eine Gefangene hier im Lager zu sein. Jukol haben kein Recht mehr, nach Weisenbor zu gehen. Frau Kate Walker wie wir. Sie muss Pass finden, um Lager zu verlassen. Okay, ich muss einen Pass finden. Wo finde ich so einen Pass, mit dem ich das Lager verlassen darf? Früher konnten Jukol-Maschine in Hütte am Lagerausgang benutzen. Aber Behörden machten sie kaputt, darum jetzt nicht benutzen können. Frau Kate Walker sollte Tori-Kunden aus Weisenbor fragen. Okay. Es ist seltsam, warum der See nicht zufriert. Das liegt sicher an der Erderwärmung. Böse Geister am Grund des Sees wärmen Wasser. Bös üble Geister. Überall jetzt. Ist ja auch so lustig. Ich habe gehört, was Ihr Stamm alles für mich getan hat, als Sie mich fanden. Ich danke Ihnen von Herzen. Frau Kate Walker geheilt. Das ist, was zählt. Aufgabe von Ayahuasca. Ich werde versuchen, so einen Pass zu finden. Frau Kate Walker, beeilen! Finden Sie einen Pass für die Stadt? Ja. Ein Tierfell. Wahrscheinlich zum Anfertigen von Kleidung. Nur wo soll ich jetzt den Pass herholen? Was für ein komischer Geruch. Okay, hier kann man sich wohl nicht mehr umschauen. Ja, dann würde ich sagen, weil die Folge jetzt so langsam, aber sicher ziemlich lang wird, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge uns hier vielleicht noch ein bisschen umsehen. Ja, oder vielleicht mal mit den Menschen hier sprechen. Vielleicht können wir auch jemanden bestehlen oder so oder nachfragen, ob jemand einen Pass besorgen kann. Ich weiß es ja nicht. Ich würde sagen, das sehen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.